Und wieder eine neue Aufnahme. Ich starte jedes Mal, indem ich einen Ladebüschel, ne? Okay, Einheiten. Ich glaube, ich war mit meinen Ausrüstungen so eigentlich schon ganz zufrieden gewesen, oder? Bis mit dem Mobile Raygun hatte ich gar nicht überprüft gehabt. Ach ja. Die Minimalreichweite ist beschissen, ne? 74. Wobei ist das nicht eigentlich besser, wenn die niedriger ist? Das macht irgendwie keinen Sinn. Dafür ist. Die hier macht auf relativ. Ich weiß nicht, was ist mit. Hier scheint der Schaden höher zu sein. Aktionsdauer ist ein bisschen länger. Optimales Intervall ist eigentlich höher. Niedriger meine ich. Der Damage Output ist aber auch deutlich höher. Der ist doppelt bis dreifach. Doppelt so viel kinetischer Schaden und dreimal so viele Einschlagschaden. Die Hitzeerzeugung ist hier und Projektilgeschwindigkeit ist langsamer. Abrundung, plus 25% Einschlag. Ja, okay, das muss ich aber nicht unbedingt haben. Okay, ich scheine keine anderen Module dafür zur Verfügung zu haben. Fixieren. Merkt man, die Waffe ist präziser, wenn der Benutzer stillsteht. Durchdringen aus der selektiven übersichtlichen Umgebung. Also ich kann Gebäude auf jeden Fall ganz gut damit vielleicht pusten. Auf Tarnung über Energieausrüstung spezialisiert und Liebling vieler reicher privater Militärunternehmen ist. Yay! Ach, da kann ich die Munition ändern. Große Munition plus Schadensradius, ne, also die Stabilisierungsmission plus Taumeln machen wir mal rein. Weil ich habe keine große Verwendung für das Zerstören von Gebäuden, ehrlich gesagt. Normalerweise würde ich sagen, scheiß drauf. Aber in dem Spiel ist es meistens besser, wenn man nicht die Gebäude zerstört. Zumindest in diversen in den Dorfmissionen wahrscheinlich hauptsächlich. Aber ich habe noch nicht so viel Vorteil davon gehabt, irgendwelche anderen Gebäude zu zerstören, finde ich. Ach ja, man kann wohl irgendwie Teile verschrotten. Ich bin mir jetzt eigentlich noch nicht ganz sicher, wie. Oh, ich kann den Namen zufällisieren. Bleiben wir bei Iron. Ah, das geht wahrscheinlich über das Inventar, ja. Komplett verwerten. Okay. Moment. Mich würde interessieren. Moment. Hä? Okay. Ich hatte hier einen normalen Repetierer drin. Dann soll ich aber vorher noch mal kurz mal über die Ausrüstung gehen und gucken, ob vielleicht irgendwo Max was Besseres haben. Ich habe in den Foren nachgelesen, dass es tatsächlich wohl ein Limit für die Ressourcen gibt. Also wie viel ich maximal mit mir rumschleppen darf. Okay, der Priestess ist in Ordnung. Ja, da machen wir irgendwer Sucher drin. Der hat den ganzen Asgard-Körper. Maschinenpistole, der Hascher hat den Schild. In allen Bereichen ist die Hornisse eigentlich besser. Außer in der optimalen Reichweite. Aber das ist 2 bis 236. Was ein bisschen weniger Maximalreichweite, aber deutlich mehr Minimalreichweite ist. Also theoretisch zum Lahmlegen von Max ist die Hornisse besser. Theoretisch. Das RW1-Geschoss hingegen feuert aber. Wenn ich einen höheren Level Hornisse habe, vielleicht probiere ich die mal aus oder so. Ich muss es mal probieren. Bessere Feuerwand. Ich will den Mac nicht langsamer machen.
Das macht viel mehr Sinn für mich. Scheiß auf die Streuung. Toll, er ist schneller, wenn er weniger Masse hat, als wenn er einen Booster für die Bewegung kriegt. Ja, okay. Der ist zu Basearm, würde ihn schneller machen. Würde aber auch wahnsinnig viel auf die Dings geben. Ich würde ihn erstmal gepanzert machen. Wenn ich eine Mischung aus beiden kriege, wäre das wirklich geil. Der Lachs 1L-Arm hat den Vorteil, dass er den Mech nicht viel langsamer macht, aber deutlich mehr Intaktheit draufhaut. Und die Wärmeableitung verbessert. Oh, damit überhitzt der Mech. Das ist krass, aber allerdings ist der Schutzwert auch deutlich höher. Ne, lass mal ihn so. Sentinel. Wie gesagt, für den werde ich wahrscheinlich einen Asgard zusammenbauen. Oh. Das ist übrigens auch eine sinnvolle Sache, dass man Module ausbaut und so einen Kram eventuell, um sie in andere Sachen zu verbauen. Mehr Boost. Oder weniger Streuung. Die Streuung ist relativ egal, glaube ich, bei was das Ding bis jetzt gemacht hat. Solange ich mich nicht bewege. Aber mehr Boost-Reichweite ist definitiv hilfreich, wenn ich ihn aus einer Gefahrensituation rauskriegen will. So, ihn haben wir überarbeitet gehabt, Eddie Swalin. Aaron hatte ich eben die bessere Wumme gegeben. Okay, ich würde sagen, dann kann ich im Prinzip alles aus dem Inventar verschrotten. Man soll Vorräte auf maximal 10.000 bringen, dass wir auf 250 können, und bei dem Blauen weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Aber ich schrotte jetzt einfach mal ganz prinzipiell alles, was ich habe. Oh, das sollte ich vielleicht mal eben prüfen, ob die. Moment, eben. Was ich geschrottbar. Oh ja, das gibt wahnsinnig viele Ressourcen. Die Vulkan. Ich habe mir eine andere Vulkan gekriegt, die deutlich besser ist. Ja, meine macht 82 Erschütterungen, die hier macht 110. Und der kinetische Schaden ist deutlich höher. Erschütterungsmunition. Wissen wir, was hat die alte Vulkan drin gehabt? Verstärkter Bestand. Plus Erschütterung. Ja. Kann man, dass der Erschütterungswert so hoch ist. Das heißt, ich brauche nur bestenfalls eine Salve bei den meisten Zielen. Gerade bei stärkeren Gegnern ist das wahrscheinlich angebrachter. Ich kann es nicht sein lassen. Ich muss die Map ständig anders anmalen. Ich weiß nicht wieso. Ah, okay, das ist eine gute Option. Tatsächlich alles ausgewählt. So, demontieren wir.
Alle Passwortsysteme demontieren und dann die ausgewählten Ausrüstung vorrätig zerlegen. Aha. Subsysteme. Die behalte ich erstmal noch. Ich habe 4000 Links und 200, da seht ihr, 250 ist Maximum. Aber das sagt einem der Spieler da nicht. Zumindest sehe ich da hier nirgend sowas für. Man kann es auch nicht verbessern. Ich glaube, die wollen noch immer mal mit dem Patch irgendwie was nachbessern, aber ich weiß jetzt nicht genau was. Okay, ich wollte einen Asgard produzieren. Apropos verbessern. Kann ich dann nochmal den Dings aufrüsten? Paralleldruck. Basis ist relativ leicht. So, jetzt baue ich vier Sachen gleichzeitig. Ich glaube, ich warte mal eben hier, bis sie gebaut sind, damit ich den Mac auch gleich ausrüsten kann. Es kostet mich bei der Bergung zwar immer noch mehr, die Sachen mitzunehmen selber direkt, aber selbst die Sachen, die ich dann austausche, kann ich dann wenigstens verschrotten. Ich benutze die zusätzlichen Chassis eigentlich nicht immer zum Dumpen von überflüssiger Ausrüstung, sondern einfach nur, um Optionen zu haben bei der Mission. In anderen Spielen mache ich das tatsächlich teilweise, dass ich Ausrüstung-Dumping betreibe. Einfach auf anderen Chassis und so weiter. Oh, dann ist es deutlich besser für ihn werden. Und er stellt sie auf der maximalen Stufe her, die ich bis jetzt gesehen habe. Nicht unbedingt auf der maximalen Stufe, die möglich ist wahrscheinlich. Und wabam, haben wir eine schöne Wumme. So, Sentinel. Schön übersichtlich jetzt. Die Wärmeableitung ist auch noch gut mit dem Asgard. Nice. Er ist natürlich immer noch eine lahme Sau, aber was soll's. Kondensator. Wärmekapazität ist nice, aber mehr Reichweite? Der Zug in der Waffe. Achso, okay. Das erhöht die Reichweite der Primärwaffe. Ah, das R und das L steht für rechts und links. Ich glaube, ich nehme lieber den Kondensator. Der Reaktor. Ah, das hat schon mal hier den Wert verbessert mit der Waffe. Nee, das lassen wir erstmal. Ich muss erstmal Ressourcen sammeln.
Okay. Ich denke, jetzt können wir loslegen. Ach du Scheiße. Bevor ich dahin dingse, dann durch den Äther. Uff, nicht schon wieder dieser Mist, sagt ein Mitglied deiner Pilotencrew, schickt mir das auf das Radio. Die haben immer so einen fröhlichen Spruch auf Lager, wenn es um Invasionen geht. Jemand anders runzelt die Stirn und bockt sie vorher. Hey, hört sich dieser Müll klarer als sonst? Klarer an als sonst? Meinst du, wir sind in der Nähe der Quelle? Ich habe mir immer gedacht, dass sie die Übertragung über einen lokalen Turm leiten, weil sie sonst niemals erreichen, weil sie uns sonst niemals erreichen würden. Ich kann jetzt hier nach Funkwellen suchen, melde sich ein Mechaniker auf den Büschen, gib mir eine Sekunde. Der Mechaniker weiß, was zu tun ist. Die Quelle triangulieren. Eine 79er Patrouille, leck mich doch am Arsch. Da ist es, ruft der Mechaniker, springt fast von seinem Sitz auf. Sieht aus, als wäre es nicht weit von uns. Es wäre ein schöner Schlag gegen die Propagandamaschinerie, wenn wir überhaupt abschalten können. Die Pilot schaut hoffnungsvoll zu dir hinüber. Was meinst du, Boss? Auf der Karte markieren. Oh? Wow, die Funkstation hat richtig Saft. Nee, ganz ehrlich, ich mach dich zuerst kalt. Gehen wir mit dem Hascher rein. Ich möchte nämlich ganz gerne mal den Werfer ausprobieren. Oh, ich sehe gerade, das ist ein anderer Werfer, als ich dachte. Ich dachte, ich hatte diese Sternenformation drin, aber das hier ist ein sechsschlüssiger. Egal. Hauptsache, ich kann den Gegner mehr betäuben. Und wenn er auch dazu zeigt, die Panzer. Wenn er auch nur taugt. Fuck! Ich kann nicht mehr richtig reden. Wenn er auch nur dazu taugt. Danke. Panzer zu zerstören, habe ich aber kein Problem. So, eliminiere alle Feinde. Es sind drei Gegner. Wow. Gut, dann kann ich meine neuen Waffensysteme vom Iron Man ausprobieren. Das ist aber ein ganz schön langatmiger Angriff. Gut, dass ich dem eine andere Waffe gegeben habe. Ein RAM? Gut. Auch mal das für. Ah, deswegen dauert der Angriff so lange, weil er drei Schüsse abgibt. Finde schön, Ed. Tatsächlich parieren die mit ihren Schilden automatisch. Das ist cool. Zumindest wenn sie in die Richtung ausgerichtet sind. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht.
so, ich habe das völlig falsch gedeutet, ich blöd Mann. Der Panzer schießt auf ihn, deswegen war das so komisch. Ja, okay. Okay, bis jetzt ist der Raketenwerfer nicht sehr überzeugend. Beide Panzer sind eigentlich auch komplett zerlegt. Der Exekutionsschuss am Ende. Nice. Ah, ich kann jetzt die Antares herstellen. Das war doch das Schwert. Andere Raketen außer der Hornisse konnte ich nicht herstellen, ne? Nur die kleinen. Ah, vielleicht habe ich gerade halt einen Fehler gemacht damit, aber. Salz. Wie die keine Truppen in der Nähe von diesem blöden Funkturm haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Gegner sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist Banane. Jetzt sieht meine Truppe auch so langsamer nach, weil irgendwas aus mit den Asgard drinne. Keine Geschütztürme? Das ist gut. Hätte eigentlich erwartet. Okay, wir haben eine Saftnase mit Schrotflinte. Das ist relativ in Ordnung. Der hat ein Sturmgewehr drauf, da muss ich aufpassen. Normaler Panzer. Und die Gurke hat Sturmgewehr? Ne, Maschinengewehr und eine Pistole. Und dann haben wir noch so eine andere Flachpfeife hier mit diesen, ja. Ich bin zuversichtlich, dass die Nahkampfattacke trifft.
Wenn ich dann nicht mehr hauen. Aber dafür der Nahkampf auf Nahkampfangriff auf den Mac gepasst. Der hat fast sein Tor so verloren. Das ist ziemlich krass eigentlich. Leider nicht so krass, wie ich es gerne gehabt hätte. Krass ist vor allem die Geschwindigkeit vom Iron. Den feuern. Ich soll die Strukturen unbrauchbar machen, indem ich genug Teile zerstöre. Dafür muss ich aber erstmal die feindlichen Kräfte loswerden. Aber ich nehme an, die Struktur ist damit hier oben gemeint. Nice. So, nochmal eben, damit ich alles sehe. Den hat es komplett zerlegt. Und er hat ihn hier erschüttert. Das heißt, die ganze Feuersalbe hat richtig gut reingehauen. Oder die Maschinenpistole ist einfach nur brutal gegen das Fahrzeug. Mein AK war natürlich wieder vollkommen verkackt. Das ist auch immer so eine fucking Mixbag. Komm schon, einer von den beiden Angriffen muss auch rein. Flambieren wir das Gebäude! Ist noch der Panzer übrig. Darin auf ein Gebäude zu schießen. Aber hey, Hauptsache, ich habe den Sieg errungen, weil ich sämtliche feindlichen Streitkräfte zerstört habe. Was ist eine Mission, ey? Nach dem Kampf sucht dein Team routinemäßig die Gegend ab. Du bemerkst einen Gruppe von Scouts, die um einige Trümmer herumstehen und sie leicht so unterhalten. Als einer von ihnen dich bemerkt, stehen sie alle stramm. Commander! Zu den Füßen liegt ein Behälter, dessen Gehäuse mit Schmutz und Staub bedeckt ist. Er sieht alt aus, aber ist ansonsten intakt. Wir haben ihn eingeklemmt zwischen den Büchern und Werkzeugen gefunden, erklärt der Scout. Was sollen wir mit ihm machen? Öffne mit ihm und untersuche Objekt. Offene Kiste plus 1. Lagern. Vorerst einlagern. Und geschossene Kiste plus 1. Was das bringt? Aufbrechen. Du hast keinen Bedarf. Was? Ich vermute, damit es aufbrechen. Was? Wie kann man das denn übersetzen? Keine Ahnung. Ach, aufbrechen ist wahrscheinlich mit verlassen und weiterziehen gemeint. Öffnen. Passt für dich! Du gibst deinem Scout die Erlaubnis, den Mail für den Behälter zu öffnen.
Darin befindet sich ein Haufen Umschläge und das Papier ist in überraschend gutem Zustand. Sie sind alle frankiert und an Adressen im ganzen Land adressiert. Da wartet wohl jemand auf seine Post, murmelt der Scout. Aber abgesehen davon sehe ich hier nichts Ungewöhnliches. Wir können sie einfach zurücklassen, glaube ich. Gibt es hier in der Postamt, fragt ein Mechaniker und geht in die Hocke, um besser sehen zu können. Falls auf dem Weg liegt, können wir ja dort, sie ja dort abgeben. Der Scout zuckt mit den Schultern. Mein Vater, guck mal, hast du Lust, den Kurier zu spielen? Briefe abgeben, jemanden wird sich darüber freuen. Post plus eins. Postbote.